Let's hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Sherlock Holmes Jagd Jack the Ripper. Und wir sind gerade dabei. Ich brauche Informationen. Uns das hier anzuschauen. Bitte was? Ich dachte, wir wollen da rein. Ich brauche Informationen. Hab ich denn irgendwelche Gegenstände? Beleg für die Bezahlung. Das muss reichen. Ich brauche Informationen. Vielleicht müssen wir die Tür ja aufbrechen mit Hilfe eines Messers. Nein. Ich brauche Informationen. Wie geht es weiter, Holmes? Also ich hatte eigentlich erwartet, ich hatte doch in der letzten Folge sogar gesagt, okay, in der Folge gehen wir da rein und schauen uns da mal ein bisschen um. Ist die einzige Tür, die ich benutze. Oh. Ah, Sie haben Ihr Maßband und Ihre Lupe dabei. Und ich dachte schon, Sie hätten Ihr Handwerkszeug vergessen, Holmes. Ich vergesse nie die wichtigsten Dinge, mein lieber Watson. Okay. So, Fußabdrücke. Der rechte Fuß, ein leichter Abdruck. Der Mann ist gerannt. Ja. Dann messen wir mal die Fußlänge. Hä, was sollen wir denn messen? Die Fußbreite? Also 8 hier. 8, 22 und im hinteren Teil des Fußes, Moment, 5,5 ungefähr. Und zwischen Absatz und vorderem Teil 4. Schön. Der rechte Fuß. Gut. Haben wir jetzt genug Informationen? Huch, ich wünsche es. Ich brauche Informationen. Offenbar nicht. Na, ah, gut. Sie haben Ihr Maß. Ja, ich weiß. In Ordnung. Also, was könnte man denn messen? Aber Schuhgröße 48. Ach, guck mal. Von hinten nach vorne muss man messen. Gut, Schuhgröße 48. Genug Infos? Nein. Ich brauche Informationen. Nicht genug Infos. Ah, Sie haben... Ich weiß. Ja, okay. Also. Schuhgröße 48. Ja. Schuhgröße 48. Gut. Kannst du noch was herauszufinden? Ich glaube nicht. Fragen wir mal Watson. Was denken Sie, Holmes? Ich denke, wir sollten jetzt dringend in dieses verdammte Zimmer rein. Haben Sie etwas entdeckt, Mr. Holmes? Oh ja, ein Fußabdruck. Okay, gut. Nein, ich habe natürlich nichts entdeckt. Wie könnte ich? Watson steht da unten, okay. Ich brauche Informationen. Du brauchst keine Informationen, nein. Brauchst du nicht. Du musst einfach da verdammt nochmal reingehen. Ah, Sie haben ja... Ich vergesse nie die wichtigsten Dinge, mein lieber Watson. Es tut mir leid, ich habe gerade davor schon was aufgenommen und ich bin hier völlig durch. Allein schon wegen dem. Na gut. Das ist kein Wasser. Aha. Der klebrigen Konsistenz und dem Geruch nach zu urteilen, würde ich sagen, wir haben es hier mit Formalin zu tun. Das sind die Fußabdrücke eines großen Mannes, der kurz vorher in Formalin getreten ist und dieses Zimmer überstürzt verlassen hat. Gut, können wir jetzt das Zimmer betreten, Holmes? Okay, sieht gut aus. Formalin, wir hatten schon mal was mit Formalin, aber ich weiß nicht mehr, worum es ging dabei. Aber es war auf jeden Fall schon mal irgendwas mit Formalin. Hübsches Zimmer auf jeden Fall. Was liegt hier? Ah. Verstehe ich nicht, wie Sie in diese Lage geraten sind. Ihre leidenschaftlichen Diskussionen über die Rechtmäßigkeit dieses Krieges hätten mehr als nur einen überzeugen sollen. Ich erinnere mich immer noch daran, wie Sie ihn bei diesem Treffen imitiert haben. Sie haben sich in der typischen Pose hingestellt und gerufen, Vicksburg ist der Schlüssel. Der Krieg kann kein Ende finden, bis wir diesen Schlüssel in der Tasche haben. Ja, Vicksburg. Schön.
Wir haben alle geklatscht, selbst Lincoln. Höchstpersönlich hätte ihn wohl applaudiert. In jenen dunklen Tagen gab es nur selten etwas zu lachen. So viele Tote und dann auch noch unser geliebter Präsident. Ermordet von diesem Feigling ließ er sein Leben ganz wie die toten Soldaten beim Sieg von Gettysburg. Die Tapferen fielen, damit wir am nächsten Tag tatsächlich den Vicksburg-Schlüssel in der Tasche hatten. Auch wenn es dann noch sehr lange gedauert hat, bis der Feind 1865 in Appomattox Kurthaus die Kapitulation unterzeichnete. Gut, falls dieser Brief für unseren Arzt bestimmt war, scheint er ein Veteran des amerikanischen Bürgerkriegs zu sein. Vicksburg ist der Schlüssel. Interessant. Das spricht man wirklich so aus? Na gut, ich dachte jetzt eher... Oh Gott, es gibt viel zu lesen hier, ich sehe schon. Lieber Francis, wir dürfen uns nicht mehr sehen. Ich fühle mich schrecklich, weil eine Fortsetzung unserer Beziehung, obwohl meine Ehe als meinen Ruf gefährden würde, obwohl meine Ehe als auch meinen Ruf gefährden würde. Danke, dass ich wieder zu der Art von flüchtigen und körperlicher Liebe zurückkehren. Was? Dacken. Daher, was haben die für eine Handschrift? Das ist ja schlimm. Daher muss ich wieder zu der Art von flüchtigen und körperlicher Liebe zurückkehren. Von flüchtiger und körperlicher Liebe zurückkehren. Bei der man sich mit ein paar Münzen für die jungen Männer immerhin Frieden und Anonymität sichert. Die Gefühle, die ich mehr und mehr für dich hege, machen eine Angst und möchten diese Leidenschaft lieben. Ich folge, weil fürchte, dass ich von der Grenze vielleicht kreuzig Wege eines Tages wieder an einem Ort, bla bla bla. Ich weiß, dass du diesen Ort besuchst, du verheimlichst es ja nichts. Bla bla bla. Töchter verbringen, um unsere Ruhe zu kommen. Ich hoffe, bla bla bla. Lebe wohl, Charles. Okay, die sind schwul. Dieser Dr. Tumblety fühlt sich eher zu Männern als zu Frauen hingezogen. So viel ist sicher. Ja. Der Arzt hat also eine Pistole. Und er würde sie vielleicht benutzen, um von jungen Männern das zu bekommen, was er will. Der Arzt hat eine Pistole? Okay, offenbar habe ich da was überlesen. Ah, guck mal, schön. Mein lieber Francis, völlig ungeachtet unserer gemeinsamen Vergangenheit schreibe ich dir als Freund. Durch einige Bekannte habe ich von deinen neuen Problemen mit dem Gesetz erfahren. Du solltest vorsichtiger sein. England kann man in keinster Weise mit dem Wilden Westen vergleichen, aber auch hier lebt man nicht immer ungefährlich. Deine Neigung für junges Gesindel wird dir noch irgendwann große Probleme bereiten. Egal ob nun im Gerichtssaal oder in einer dunklen Seitengasse. Ein Mann deiner Klasse und deines Vermögens muss sich nicht in schäbigen Schuppen aufhalten und seine Waffe überall hin mitnehmen. Um Partner zu finden, muss man keine Gewalt anwenden. Außer man mag diese Gewalt. Gewisse Kreise, in denen wir früher verkehrt haben, stehen dir immer noch offen. Nutze diese gesunde und anständige Gesellschaft, anstatt dich mit diesen armen Buschen zu erniedrigen. Und, oh Gott, wirf diesen unsäglichen Koffer weg. Wer weiß, was die Leute, denen du seinen Inhalt stolz präsentierst, darüber denken und sagen. Der Mann, den du einst geliebt hast, Henry. Okay. Schön. Diese Fußabdrücke gleichen denen, die wir vor der Tür entdeckt haben. Verrückt, scheint fast so, als würde der Mensch, der hier drin leben, auch aus dieser Tür rausgehen. Unfassbar, diese Erkenntnisse. So, sonst noch was? Ach, guck mal. Der Größe nach zu urteilen, handelt es sich bei diesem riesigen Koffer um einen Schrank. Dieser Verriegelungsmechanismus sieht ziemlich ungewöhnlich aus. Was denken Sie, Watson? Sehen Sie, Holmes, das sind die Namen der Schlachten des amerikanischen Bürgerkriegs. So, da war ich kurz weg. Entschuldigung. Also hier Vicksburg, Fort Sumter, Antietam, Chancellorville, Gettysburg. Okay, gut. Was muss ich hier also machen? Mal sehen. 5 Verriegelungen mit jeweils einer 6-stelligen Zahlenkombination. Ja. Gut, muss ich jetzt diesen Städten da, Alter. Ich habe zwar Geschichte 4-stündig. Ah, hier unten ist ein Beispiel. Okay, sehr gut. Am 9.4.1865 im Apo, also da war diese Unterzeichnung für den Friedensvertrag in Amerika mit Hilfe eines Hutes. Schön. Gut. Ich schlage vor, dass am
Fortsumter, Wikipedia. Fortsumter ist eine Fort. Moment, ich mach mal kurz einen Screenshot. Wie ging Screenshot nochmal? Huch, nicht so. Ach so. Okay. Habe ich einen Screenshot gemacht, den seht ihr jetzt auch. Das Bauwerk wurde 1829 begonnen und war 1861 fast fertiggestellt. Nach Thomas Sumter. Okay, irgendwelche Flaggen vielleicht. Ah, hier ist auf jeden Fall eine Flagge. Moment. Da muss ich die ganze Zeit so ein... Ja. Gut, hier ist eine Flagge. Die sieht mir sehr nach der normalen amerikanischen aus. Seit 1948, okay. Fort Sumter, bla bla bla, wurde am 12. April 1861... Ah, hier, guck mal. Also, seine historische Bedeutung erlangte das Fort als Schauplatz der ersten militärischen Auseinandersetzung des amerikanischen Bürgerkriegs, die am, das muss ich mir jetzt aufschreiben, 12.04.1861 um 4.30 Uhr begann. Das Bauwerk wurde 1829 begonnen und 1861 fertiggestellt. Fast fertiggestellt. Fort Sumter Uniform, gebe ich mal ein bei Google. Uniform. Bilder. Gut, dieses Bild hier kommt. Da mache ich auch mal einen Screenshot von, damit ihr das seht. Also dieses Bild hier kommt jetzt hier auf Google. Gut. Wenn ich Fort Sumter Flagge eingebe, kommt das hier. Moment, kann ich da ein bisschen ranzoomen? Ja, kann ich. Wunderbar. Sekunde, ich zoome mal kurz ran und dann mache ich jetzt einen Screenshot von dieser Flagge. Also, hier, das ist die Flagge, die mir Google zeigt. Die sieht also so ähnlich wie die amerikanische halt. Boah, okay. Gehen wir mal zum nächsten. Antietam. Antietam. Auch gut. Flagge. Antietam Flagge. Ah, es scheint mir fast diese hier zu sein. Zumindest kommt die da. Mit so Sternchen. Okay, blaues Kreuz und Sternchen. Ich zeichne die mal kurz auf hier auf mein schlaues Papier. So. Gut. Dann, einfach mal Fort Sumter bei Google. Jetzt. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt mal geschaut, wie andere das machen. Um ehrlich zu sein. Und also die Daten habe ich herausgefunden. Das war jetzt nicht so kompliziert. Das ist einfach hier. War es der 2.5.63. 2.5.63. Ich habe den Eindruck, dass die Datumsangaben zu den Schlachten gehören, Holmes. Aber eine fehlt. Ja, richtig, so. Dann wäre hier der 3.7. Hallo? Der 3.7. 63. Huch, das war ein bisschen zu viel. So, und hier unten wäre es dann der 4.7. Der 4.7.63. So, und jetzt hat der, bei dem ich das gesehen habe, die Flaggen einfach ausprobiert. So, zum Beispiel hier. Dann hier probieren wir jetzt mal die Flagge aus. Ah, da war was. So. Ne, also ihr versteht das Prinzip. Ich probiere jetzt einfach, die Daten habe ich. Die stehen auch auf Wikipedia an alles. Und den Rest probiere ich jetzt einfach durch. So. Ah, da war was. So. Und. Elementar. Wunderbar. Also, das ist ja wohl ein schlechter Scherz, oder? Also es hat jetzt... Ja.
Die Sache ist halt die, ich habe jetzt nicht wirklich herausbekommen, weil ich das irgendwie... In dieser pfützeligen Scherben eines großen Glasbehälters. Der Mann, der die Fußabdrücke auf dem Boden hinterlassen hat, muss bei seiner Flucht hineingetreten sein. Das müssen die Fußabdrücke von Squibby sein. Er hat Tumblety geschlagen, woraufhin dieser einen seiner Glasbehälter fallen gelassen hat. Und er ist nach draußen gerannt. Elementar, Holmes. Perfekt, Watson. Okay. Schön. Das ist ja entsetzlich, Holmes. Dieser riesige Koffer enthält 4 Glasbehälter, in denen Organe schwimmen. Watson, können Sie spontan sagen, um welche Organe es sich handelt? Ich würde sagen, das sind Teile von weiblichen Fortpflanzungsorganen. Sind diese Präparate frisch? Nein, und da bin ich mir ziemlich sicher. Der Farbe und dem Zustand nach zu urteilen, würde ich sagen, dass diese Organe seit mehreren Monaten, wenn nicht gar Jahren, in diesen Glasbehältern aufbewahrt werden. Zurück in die Baker Street. Okay. Ist jemand hier? Ja. Was ist los, Finley? Sie sind ja kreidebleich. 2 Polizisten waren hier und wollten wissen, ob eine auffällige Person hier war. Der Whitechapel-Mörder hat wieder zugeschlagen. Und wenn ich mich nicht verhört habe, hat er in den letzten Stunden 2 Frauen ermordet. Wo? Das weiß ich nicht. Die Polizisten haben mir nichts gesagt. Schnell, Holmes, wir müssen ihnen folgen. Auf keinen Fall, Watson. Mr. Finley, wissen Sie, ob der Arzt außer diesem riesigen Koffer noch weitere Gepäckstücke auf seinem Zimmer hatte? 1 oder 2 Koffer, glaube ich. Kümmern Sie sich um die Wäsche dieses Arztes? Meine Frau wäscht die Kleidung und Laken der Mieter einmal die Woche. Wären Sie so freundlich und würden uns so schnell wie möglich Bescheid geben, falls der Arzt wieder auftaucht? Sicher. Ich befürchte nur, dass er nicht wiederkommen wird und die Sache mit dem Schlüssel ärgert mich. Holmes, ich kann Ihnen nicht ganz folgen. Der Whitechapel-Mörder ist just in diesem Augenblick ganz in der Nähe. Und wir schlagen hier Däumchen drehend Furzen. Der Whitechapel-Mörder ist die ganze Zeit in der Nähe. Was sollen wir Ihrer Meinung nach tun? Zum Tatort bzw. zu den Tatorten gehen, uns zu den schaulustigen Gesellen und die Spuren noch mehr verwischen? Nein, unsere Zeit wird kommen. Gehen wir zurück in die Baker Street. Zeit, in die Baker Street zurückzukehren. Trautes Heim, Glück allein. So ist es. Wir waren wenige Minuten vor dem ersten Mord nur etwas mehr als 50 Meter vom Opfer entfernt. Wir hätten sogar die Stimme des Mörders hören können. Und trotzdem sitzen wir seit einer Woche nur untätig herum. Sie sitzen untätig herum, Watson. Ich für meinen Teil habe gearbeitet. Und wie Sie wissen, habe ich diese Woche durchaus genutzt, um an die verlässlichen Fakten dieser 2 Mordfälle zu gelangen und sie zu überprüfen. Lesen Sie meine Notizen und versuchen Sie, einen Überblick zu bekommen. Oh, eigentlich dachte ich, dass ich jetzt hier einen Cut mache an der Stelle. Aber schön, die Notiz lese ich mir noch durch. Notiz über den Mord an Liz Stride im Deadfield Yard. Gewisse Informationen, die ich gesammelt habe, müssen bestätigt werden. Liz Stride, Spitzname Long Liz, Alter 45 Jahre, Größe 5 Fuß und 5 Zoll. Gelegenheitsprostituierte. In den letzten 3 Jahren führte sie eine stürmische Beziehung mit einer gewissen... mit einem gewissen Kidney, ein 36-jähriger Hafenarbeiter, den sie vor einigen Tagen verließ. Sie erstattete Anzeige wegen Körperverletzung gegen ihn, versäumte es aber vor Gericht zu erscheinen. Daher werden die Anklagen fallen gelassen. Das Opfer wurde von einem gewissen Louis Diemschutz am 30. September... um 1 Uhr tot aufgefunden. Der erste Gedanke des Mannes war nachzusehen, ob seine im Nachbargebäude lebende Gattin noch am Leben war, bevor er die Leiche meldete. Die 2 Ärzte, die von der Polizei an den Tatort gerufen wurden, bezifferten den Todeszeitpunkt mit 0.46 Uhr. Todesursache: Verblutung nach Halsverletzung. Die Waffe war ein kleines Messer mit langer, stumpfer Klinge. Die Aussage muss verifiziert werden. Könnte diese Wunde durch ein anderes Objekt hervorgerufen worden sein? Fragezeichen. Weder am Körper noch an der Kleidung waren Verletzungen bzw. Schäden. Schmutzspuren oder Hinweise auf sexuellen Missbrauch zu erkennen. Die rechte Hand war blutverschmiert und lag geöffnet auf der Brust. Die teilweise geschlossene linke Hand lag auf dem Boden und umgriff eine Tüte mit Pastillen.
Die Leiche wurde in einem Hof namens Deadfield Yard gefunden, dessen Türen auf die Burner Street in Whitechapel führen. Das Opfer wurde auf dem Boden liegend vorgefunden, wenige Zentimeter vor der Wand eines der Gebäude, die den Hof nutzten. Darunter der Internationale Arbeiterverein. Dieser Verein, dessen Mitglieder hauptsächlich russische und polnische Einwanderer jüdischen Glaubens sind, hielt in der Tatnacht unter der Leitung von Maurice Eagle eine Versammlung zum Thema »Warum sollten Juden Sozialisten sein?« ab. Gut, das Treffen endete um ca. 23.30 Uhr, aber viele Mitglieder blieben noch im Vereinsgebäude, um weiter zu diskutieren und zu singen. Ein Amerikaner, der an dem besagten Abend zugegen war, gab zu Protokoll, dass er um 0.20 Uhr auf dem Hof gewesen und zur Straße hinausgegangen sein soll, um ohne etwas Ungewöhnliches zu sehen. Danach kehrte er ins Vereinsgebäude zurück, aber seine Schätzung, wie viel Zeit er daraus verbracht hat, ist nicht allzu exakt. Die Presse zitierte zwei Zeugen, Constable Smith, der in der Tatnacht auf Streife in der Gegend war, und ein ungarischer Mann namens Schwarz. Dieser machte seine Aussage auf der Polizeiwache in Anwesenheit eines Übersetzers, weil er kein Englisch spricht. Die Veröffentlichung dieser Aussage in der Presse soll mit Vorsicht genossen werden. Es wäre ratsam, wenn überhaupt möglich, den exakten Wortlaut zu erfahren. Bericht über die Kleidung und den Besitz des Opfers, als die Leiche gefunden wurde. Kleidung, langer schwarzer Stoffmantel mit Pelzanschluss, Abschluss. Daran befestigt eine Rose und Farngraut. Schwarzer Rock, schwarze Krepphaube, kariertes Halstuch mit Knoten. Auf der linken Seite dunkelbraunes Mieder aus Baumwollsamt. Okay, zwei leichte Särge, Unterröcke. Eine leichte Blase, weiße Strümpfe, Stiefel mit seitlichem Federverschluss, zwei Taschentücher, auf einem wurden Obstspuren entdeckt. Okay, ein Finger. Ein Fingerhut, ein Stück um eine Karte gewickelt Wolle. In der Tasche ihres Unterrocks ein Schlüssel, ein kleiner Bleistift, sechs große und sechs und ein kleiner Knopf. Ein Kamm, ein zerbrochener Kamm, ein Metalllöffel, ein Haken, wie aus einem Kleid stammend, ein Stück Baumwollstoff, ein oder zwei kleine Stückchen Papier. Alter, das geht nochmal so lang. Ich glaube, ich bin. Soll ich mir das jetzt echt durchlesen? Na gut. Notiz über den Mord an Catherine Eddowes. Catherine Eddowes, Alter 46 Jahre, Größe 5 Fuß, Gelegenheitsprostituierte. Seit 7 Jahren hatte sie eine Beziehung mit einem gewissen Sean Kelly, einem Mann ohne regelmäßige Arbeit und ungefähr gleichen Alters wie Eddowes. Das Opfer wurde am 30. September um 1.44 Uhr von Constable Walkins auf der Streife war, tot aufgefunden. Er sicherte den Bereich, indem er den Nachtwächter des Lagerhauses rief, das sich einige Meter vom Tatort entfernt befindet. Laut dem Arzt, der um 2.18 Uhr am Tatort ankam, war das Opfer zu dem Zeitpunkt erst seit einer halben Stunde tot. Unwahrscheinlich, aber wir wissen aus Erfahrung, dass es sehr schwierig ist, den exakten Todeszeitpunkt festzustellen, wenn die Leiche schwer misshandelt wurde. Todesursache: Verblutung aufgrund einer Schnittwunde am Hals. Der Gerichtsmediziner hat zudem bestätigt, dass die Entnahme der Organe nach dem Eintritt des Todes erfolgten, und zwar von einem kleinen Rechtshänder, der dafür ein Messer mit langer Klinge benutzte. Das Opfer wies zahlreiche Verstümmelungen auf. Das Opfer wurde auf dem Boden liegend gefunden in einer dunklen Ecke des Mitre Square. Der Platz gilt als bekannter Treffpunkt von Prostituierten und ihren Freiern. Weil es sich dabei um einen abgelegenen und relativ schlecht beleuchteten Ort handelt. Es solle erwähnt werden, dass das Opfer um 1 Uhr der Tatnacht aus der Biscup Gate Street Ausnüchterungszelle entlassen wurde. Der Mitre Square wurde um 1.30 Uhr von Constable Waitlings aus der Mitre Street kommend und um 1.42 Uhr von Constable Harvey aus der Shark Passage kommend im Zuge ihres Rundgangs inspiziert. Die beiden Polizeibeamten sahen dort nichts Verdächtiges. Allerdings ist es wichtig zu wissen, dass Constable Harvey im Gegensatz zu Constable Walkins den Mitre Square nicht betreten hat. Der Nachtwächter, der Watkins nach dem Fund der Leiche zu Hand ging, wurde zur Tatzeit gewechselt. Seine Tür ist wenige Meter von der Stelle entfernt, an der das Opfer ermordet wurde, und er hörte nichts, bis der Polizeibeamte nach ihm rief. Zuerst muss angemerkt werden, dass die Kleidung von Catherine Eddowes sehr auffällig ist. Und vor allem denke ich, dass er an den gemusterten grünen Jeansrock und die weiße Männerweste. Okay. Einige der Sachen, die sie bei sich getragen hatte,
fand man in der Nähe der Leiche. Die Leiche trug eine weiße Schürze, von der ein Stück fehlte. Dieses fehlende Stück zuvor schon geflickt, daher authentisch, wurde um 2.45 Uhr der Tatnacht von Constable Alfred Long gefunden. Laut dessen Aussage es sich bei seinem letzten Rundgang um 2.20 Uhr noch nicht befunden hatte. Das blutige Stück der Schürze wurde im Eingangsbereich des Treppenhauses der Westward Model Dwellings in der Golden Street 108 bis 119 gefunden. Auf der rechten Seite des Eingangs direkt über der Schürze stand folgendes mit Kreide verfasste Nachricht an der Wand: Die Chores sind die Menschen, die nicht umsonst beschuldigt werden. Im Westworth Model Dwellings Gebäude leben nahezu ausschließlich Juden und die Golden Street ist eine sehr belebte Geschäftsstraße. Daher beschloss der Constable, die Nachricht noch vor Tagesanbruch zu entfernen. Catherine Eddowes Kleidung mit und mitgeführte Gegenstände. Kleidung zur Tatzeit: schwarze Stockhaube, verzierten grün-schwarzen perlgesetzten Samt mit fest am Kopf zusammengezogen. Schwarzer Stoffmantel verziert mit Kunstfell am Kragen und Armabschluss. Ohne Witz. Sowie mit geflochtenem schwarzer Seide und Pelz an der Tasche, große Metallknöpfe. Dunkelgrüne Knitzrock mit weiße Männerweste mit passenden Knöpfen auf der Vorderseite, braunes Leinenkind mit braunen Knöpfen, Ist ja alles sehr uninteressant eigentlich. Sehr alte grüne Alpatschenrock. Alpaka-Rock. Auch gut. Als Unterkleid sehr alter, zerklümpter, grüner, leicht gefleckter Rock mit Voltanz. Was ist denn? Das ist doch völlig uninteressant. Ich lese jetzt unten weiter. Diese Gegenstände trug sie bei sich. Zwei kleine blaue Taschen, zwei kleine schwarze Tonpfeifen, eine Blechdose mit Tee, eine Blechdose mit Zucker, eine leere Streichholzschachtel, 12 Stücke weiße Lumpen meine ich, ein Stück weißes grobes Leinen, ein Stück weißes blaue gefalteter Hemdstoff, ein Stück Flanell mit Näh- und Stecknadel, 6 Stück Seife. Warum hat die Seife dabei? Was ist los mit der? Ein feinzahniger Kamm, ein Tischmesser mit weißem Griff, ein Metalllöffel, ein rotes Zigaretten, Ratatouille, auch gut, aus Leder mit weißen Metallschlägen, eine Kugel Hanf, eine alte weiße, gedrucktes Flugzeug, Brille, ein roter Handschrank. Warum hat die einen roten Handschrank dabei? Ich habe ihre Notizen wieder und wieder gelesen. Kann ich nicht irgendetwas tun? Ich langweile mich und... Finden Sie einen Schlachthof, den wir für eine Stunde alleine nutzen können. Und dann geben Sie mir Bescheid. Welches Tier ist, physiologisch betrachtet, Ihrer Meinung nach uns Menschen am ähnlichsten? Das Schwein. Ich weiß nicht, warum ich überhaupt gefragt habe. Beschaffen Sie ein Dutzend Köpfe frisch geschlachteter Schweine, Watson. Aber keine großen Köpfe, sondern eher kleine. Vielleicht von Säuen? Nicht eine Schlimmes. Genau, Watson. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sich darum gekümmert haben. Ich möchte, dass Sie in Whitechapel suchen. Wer weiß, vielleicht erfahren Sie mehr darüber, wo sich Dr. Tumblety versteckt halten könnte. Außerdem gibt es in dieser Gegend nicht gerade wenige Schlachthöfe. Gut. Sie steuern Dr. Watson. Wunderbar, das werde ich mir aber in der nächsten Folge machen. Diese Folge geht schon viel zu lang. Vielleicht habe ich die Folge auch in zwei Parts gecuttet. Mal schauen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.